Ja, meine Mutter ist dann am 20. Januar, also nach meiner Geburt, in einem Prozess vor dem Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt worden. Ja, sie war eine von insgesamt 19 Frauen, die damals zum Tode verurteilt wurden. Und sie hat ja dann auch wie andere auch ein Gnadengesuch gestellt, denn es war da ja nicht so häufig, dass Frauen auch mit Kindern, die dort zur Welt kamen, also dass die Frauen noch zur Richtstatt geführt wurden. Und diese ganzen Gnadengesuche sind dann vom Reichskriegsgericht an den obersten Gerichts- und Feldherrn, das war Hitler, dann geschickt worden, und Hitler hat das am 21. Juli 1943 mit einem Federstrich abgelehnt. Und daraufhin hat der Präsident des Reichskriegsgerichtes dann die Hinrichtungen für den Abend des 5. August 1943 angeordnet.